Herzlich willkommen, Leute, zu Sozial Verzogen, dem Kanal für Eltern und Pädagogen. Yes! Mal aus aktuellem Anlass melde ich mich hier. Und zwar widerfährt es mir doch relativ häufig, dass Eltern ziemlich besorgt sind. Und normalerweise ist das so, wenn man als Elternteil besorgt ist, dann sollte man definitiv auch das Gespräch mit den Beteiligten suchen, wo man am besten meint, da gehört die Sorge hin. Das ist vollkommen in Ordnung. Nur so einfach ist es leider nicht. In der Regel ist es so, dass Eltern ziemlich große Angst haben, die Sorgen über die Arbeitsweise der Kita mitzuteilen. Es ist egal, ob sie jetzt dem Erzieher eigentlich das mitteilen müssten, der Kita-Leitung oder sogar, so wie bei mir, dem pädagogischen Fachberater. Es hängt immer die Angst mit, wie gehen die Leute damit um? Wird mein Kind das ausbaden müssen? Habe ich dann Sorge, dass ich ein ziemlich trauriges Kind habe? Vielleicht vergreifen die sich sogar an meinem Kind. Wer weiß, kriegt er denn noch genug zu essen? Ihr denkt jetzt, naja, ist voll übertrieben. Nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Und da muss ich ganz knallhart wieder sagen, Leute, kommuniziert ordentlich. Es ist so verdammt wichtig, ein offenes Ohr zu haben. Natürlich gibt es auch Leute, die sich mit Absicht beschweren, die immer irgendwie die Nadel im Heuhaufen finden. Aber in der Regel ist das einfach so, dass die Eltern große Sorgen haben. Und das berechtigt. Sie dürfen große Sorgen haben. Es ist ihr Kind. Sie sollen auch gewisserweise mitbestimmen können, was in der Kita passiert. Da gehört das einfach für uns als Aufgabe dazu, den Eltern die Plattform zu bieten, Wünsche, Sorgen oder Ängste mitzuteilen. Und oft ist das einfach so, dass das dann so abgetan wird, so nach dem Motto, naja, die Mutter meckert eh immer, die hat ja sowieso immer alles besser zu wissen und das Kind ist doch eigentlich völlig okay, der macht hier schon, die soll ihn einfach mal lassen, sie soll sich einfach mal mehr lösen, am besten ist, sie macht auch die Trennung morgens schneller. Nein, Leute, das war echt der falsche Ansatz. Es ist der falsche Ansatz. Es gibt eben Eltern, die sind besorgter als andere. Die nehmen das eben nicht so locker, dass sie ziemlich lange arbeiten müssen. Vielleicht hinterher auch noch einen ziemlich stressigen Alltag haben und sich eigentlich wünschen, unglaublich viel mehr Zeit für das Kind aufzuwenden. Das ist wirklich so. Und wenn sie dann auch noch Sorgen haben, wird das so weggewischt, als wenn das so gar nichts wert ist. Das ist blöd. Das ist wirklich nicht in Ordnung. Klar ist, hört erstmal hin. Ladet die Eltern zu einem ordentlichen Gespräch ein, wenn ihr merkt, die Eltern haben Sorge. Das merkt ihr. Die Eltern sind eher zurückgezogen, fragen ganz viel vielleicht auch als sehr aktiven Part. Es springt auch manchmal hin und her, mal passiv, mal aktiv. Aber nehmt die Sorgen wahr. Und natürlich, wenn das jeden Tag ist, auch da müsst ihr vielleicht mal sagen, liebe Eltern, ich verstehe, wir versuchen schon dran zu arbeiten, aber so schnell geht's nicht. Das kann man alles kommunizieren. Kommunizieren. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Und die Eltern haben unglaublich viele Sorgen, weil sie einfach das Kind den ganzen Tag nicht sehen. Das muss man einfach so sagen. Für sie ist es eben ein Loch zwischen, ich sage jetzt mal, 8 Uhr und 16 Uhr, wenn man das Kind wirklich so lange lässt. Und das ist eben schwierig. Und wenn man dann auch noch einige Situationen vielleicht beobachtet hat oder von anderen Eltern geschildert bekommt, dann umso mehr muss man als Erzieher, als Kita-Leitung, als pädagogischer Fachberater, so wie ich, mehr darauf eingehen und sagen, okay, erzählen Sie, sagen Sie mir, was haben Sie beobachtet, was haben Sie gehört, wie kann ich Ihnen das jetzt abnehmen, was können wir tun, können wir vielleicht ein gemeinsames Gespräch machen, wie sieht es mit dem Vertrauen zur Kita aus? Ja, das sind alles wichtige Fragen, also ansonsten können wir gar nicht weiterarbeiten, wirklich nicht, es funktioniert einfach nicht. Eltern und Erzieher bzw. Kita-Leiter, Kommunikation, unglaublich wichtig und meine Aufgabe ist natürlich jetzt zu sagen, okay, wir kommen jetzt erstmal zusammen. Ich möchte, dass natürlich die Mutter auch ihre Sorgen direkt adressiert. Das ist immer wichtig. Und dann schauen wir, was wird passieren. Ich bin höchst gespannt darauf. In der Regel versuche ich sehr zu vermitteln, indem auch die Mutter wieder die Chance bekommt, auf Vertrauen aufzubauen. Denn natürlich sind Kita-Plätze rar. Man kann nicht einfach wechseln. Und da ist es nochmal ganz wichtig, dass man aufeinander zugehen kann. Und wenn es dann doch nicht ist, muss man sich trennen, okay? Dann ist das leider
alles so ein bisschen in den Brunnen gefallen, aber man sollte es nicht unversucht lassen. Ich danke euch fürs Zugucken. Wenn ihr Fragen habt, Elternsorgen, Kita-Sorgen, Kindersorgen, schreibt mir gerne über Instagram, Facebook oder Twitter. Überall bin ich dort zu finden. Wer ihr mehr braucht, sozialverzogen.de. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und ansonsten das Alltägliche bei Instagram. Sehr schön. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sozial verzogen.